fahren wir fort mit einem neuen Skype-Anruf einer neuen Schwester, welche Francesca heißt. Wir kennen sie seit einer Woche. Sie schreibt uns aus Frankreich und erzählt uns ihre Geschichte, einige Erfahrungen, die sie erlebt hat. Ich denke, es ist besser, dass wir sie es erzählen lassen. Der Hauptpunkt ist der, dass sie Befreiung benötigt. Ein starkes Gebet, um sich zu befreien von den Angriffen des Teufels während der Nacht. Angriffe, die, wie es scheint, von ihrem Ex-Freund kommen, mit welchem sie den Kontakt abgebrochen hat. Er praktizierte Okkultismus und somit kommen diese Beeinflussungen von ihm, meint sie. Francesco, du musst arbeiten, um dich vom Teufel zu befreien. Konzentriere dich darauf, dass du mit ihm schimpfst. Jetzt helfen wir dir dabei, mit allen Geschwistern der Welt, im Namen von Jesus Christus. Erklären wir, dass du befreit bist, von diesem Moment an, und ich weiß, dass der Teufel nicht da ist. Bleib ruhig, Francesco, denn der Teufel hat Angst. Er hat Angst, weil wir ihn nun fesseln werden, wie einen Salami. Und wir senden ihn in den Abgrund ohne Boden. Somit bereite dich vor, Francesca. Totale Befreiung. Sofortige Befreiung. Perfekt und mächtig im Namen von Jesus Christus. Amen. Jetzt verbinden wir uns mit ihr. Was für ein schönes Lächeln ich sehe. Ciao, Bruder Giuseppe. Wie geht es dir? Du hast ein besonderes Lächeln. Wenn du mit diesem Lächeln evangelisieren gehst, wirst du viele Jünger gewinnen. Das hoffe ich. Wenn es Gott will, natürlich will das Gott. Und wie? Mit diesem Lächeln vollen Heiligen Geistes könntest du uns helfen. Nein, im Gegenteil. Ihr seid da, um mir zu helfen. Ich fühle, dass dieses Telefongespräch mit der Hand Gottes ist. Der Herr wird etwas Mächtiges tun. Ich bin fest davon überzeugt. Auch weil ich denke, dass dies ein Zeichen war. Die Tatsache, dass ich euch gefunden habe. Dass ich für viele Zeit eure Predigten gehört habe, eure Erklärungen. Denn es ist sehr schwer, heutzutage jemanden zu finden, der so frei redet, wie wir uns beschützen können, wie wir fliehen können, über alle Prophezeiungen der Endzeit, so gut erklärt. Denn viele Male ist es nicht einfach, sie zu verstehen. Zum Beispiel, am Anfang las ich, aber verstand nicht. Darum bin ich eines Tages auf Internet gegangen und habe euch gefunden. Der Herr weiß, wer er zusammenführen sollte. Wann, wo und wie. In der Tatsache beten wir immer für Qualität und nicht Quantität. Denn zu viel Gewicht lässt das Schiff untergehen. Aber die Qualität rudert. Die spirituellen Ruder. Und das Boot geht vorwärts. Und das in der Art, wie Jesus predigte, im Evangelium. Das war nicht, um eine große Kirche zu bauen, sondern eine qualitativ gute Kirche. Die Qualität gewinnt den Krieg. Ich sagte zuvor, Alessandro der Große hat den Krieg gewonnen mit 85.000 Soldaten gegen 350.000. Die letzten hatten auch Streitwagen. Streitwagen dieser Zeit waren die Elefanten. Sie haben gewonnen, weil sie vollen Herzens kämpften. Verstehst du? Hier siegen wir oder wir sterben. Die Perser hingegen, wie die Amerikaner von heute, gingen mit Coca-Cola, TV und so weiter. Und sie haben den Krieg verloren. Davon sollten wir lernen. Wie Jesus sein und seine 12. Bereit zu sein, unter einem Baum zu schlafen. Und wenn es dann soweit ist, schauen wir mal, wie es dir gefällt, unter einem Olivenbaum zu schlafen. Nicht die ganze Nacht ist es so, aber es könnte geschehen. Als ich umherging, um zu evangelisieren, mag ich mich erinnern, da hatte ich unter den Bäumen geschlafen. Ich hatte einen Rucksack voller Evangelien, dies und das. Wir wachten am Morgen auf, wuschen uns das Gesicht, im Brunnen der Stadt und manchmal schliefen wir auch im Park. Und auch dort gab es einen Brunnen, wo wir uns waschen konnten. Wir frühstückten und gingen weiter. Es waren andere Zeiten. Jetzt in den italienischen Parken
kannst du vermutlich nicht mehr schlafen. Seit wann bist du in Frankreich? Sagen wir, ich bin halb Italienerin und halb Dominikanerin, seitens meiner Mutter. Somit spreche ich auch Spanisch. Sprichst du auch Englisch? Und was noch? Französisch, Deutsch, Englisch, Italienisch und Spanisch. Wie viele von diesen Sprachen kannst du auch schreiben? Sagen wir, dass ich Spanisch so gut spreche wie Italienisch. Französisch eigentlich gut, weil ich in Frankreich bin seit 4 Jahren und habe auch hier studiert. Englisch etwas weniger, weil ich es nicht immer gebrauche. Als ich hier angekommen bin, sprach ich besser Englisch als Französisch. Aber dann muss ich es verlassen. Deutsch sagen wir etwa mittelstufig. Francesca, erzähle uns etwas von dir, was in deinem Leben geschehen ist und wofür wir heute beten. Erzähl uns bitte. Okay, ich hoffe, ihr habt alle etwas Zeit. Sagen wir, dass ich aus einer gemischten Familie geboren bin. Mein Vater war geschieden und er ist mit meiner Mutter zusammengekommen. Und sagen wir, dass in meinem Leben, seit ich klein war, ich immer schon eine ziemlich schwierige Situation gehabt habe. Am Anfang familiär, dann geistlich, nachdem ich entschieden habe, Jesus zu folgen. Ich habe ihn verzweifelt gesucht, aber dann waren die familiären Probleme anfangs. Aber ich kürze es nun ab. Denn das Schlimmste ist eigentlich jetzt. Meine Eltern verlassen sich, kommen wieder zusammen und verlassen sich immer wieder. Mein Vater hat meine Mutter betrogen mit einer arabischen Frau, welche leider Hexerei tätigte. Sagen wir, dass diese Frau wahnsinnig eifersüchtig auf uns war, wir als seine Kinder, und sie konnte ha keine haben. Eines Tages hat sie so Tiere für den Teufel geopfert und hat mit ganz sich selber geschworen, tief in der Seele, dass sie nie aufgehört hätte, bis einer nach dem anderen von uns gestorben wäre. Nach diesem Ereignis hatten wir in allem Schwierigkeiten, weil diese Frau vor allem Hexerei auf sich selber machte. Wie viele seid ihr in eurer Familie? Deine Mutter und dein Vater inbegriffen? Wir sind 3 Kinder. Diese Situation ging über die Jahre immer weiter. Und mein Vater, als diese Frau sagte, sie wolle meine Mutter töten, erschrak er. Er wollte sie verlassen, aber er konnte nicht. Ich denke, sie hat ihn mit einer Zauberformel an sich gekettet. Denn es ist nicht möglich, dass eine Person, wenn eine Frau dir ins Gesicht hat, ich möchte deine Familie töten, noch bei ihr bleibt. Und sie die Partnerin einer deiner Freunde ist und dieser Freund zufällig stirbt. Und dann mein Vater zufällig wieder mit dir zusammenkommt. Dann geschah es, dass mein Vater nach Rumänien abgefahren ist, aufgrund seiner Arbeit. Und er starb. Das geschah im 2012. Und dann geschah es, dass wir sehr viele Schicksalsschläge gehabt haben. Diese Frau suchte uns auf und wollte die Erbschaft meines Vaters. Und sie sagte uns, dass sie uns Tod wünsche. Wir haben viele geistliche Probleme gehabt. Meine Mutter wurde vom Geist meines Vaters geplagt. Sie sah ihn immer fort und er sagte ihr: Ich muss dir die Wahrheit sagen, was geschehen ist. Meine Mutter war sehr verängstigt und sie schlief während der Nacht nicht. Wir hatten viele finanzielle, wirtschaftliche Probleme, denn diese Frau hat Rituale zur Zerstörung unseres Hauses gemacht, Zerstörung der familiären Ambiente, weil sie nicht die Erbschaft meines Vaters erhalten konnte. Hat sie etwas getan, damit viele Schulden auf uns zugekommen sind? Meine Mutter war Zeugin Jehovas und so wurde ich Zeugin Jehovas aufgezogen. Aber diese Religion gefiel mir nie. Als ich 14 war, hat mir meine Mutter ein Wort gegeben. Du kannst um alles bitten, alles, was du willst. Er kann dir helfen. Du musst nur Vertrauen in ihn haben. Bete. Nach diesem Wort wurde ich erleuchtet. Ich habe angefangen, Jesus zu suchen. Ich habe mit ihm gesprochen. Ich habe ihm alles erzählt, als wäre er mein bester Freund geworden. Diese Beziehung hatte ich von 14 bis 19 Jahre. Mit 19 habe ich eine evangelische Frau kennengelernt.
welche mich in eine evangelische Kirche gebracht hat. Ich habe es alles allein gemacht. Niemand hat mich geführt. Ich habe alles eigensinnig gemacht, Initiativen genommen und so weiter. Dann habe ich angefangen, in diese Kirche zu gehen. Aber ich bin nicht viel hingegangen, denn meine Mutter wollte nicht, dass ich aus dem Haus ging. Sie hatte Angst, denn es gab Personen, welche uns folgten. Diese Frau hat mir von einem Mädchen erzählt, welche eine Mutter als Hexe hätte. Als sie in die Kirche ging, hat sie ihren Geist gezeigt und das ihrem Bruder, welcher den Heiligen Geist hatte, und dieser hat diese bösen Geister verscheucht. Und die Geister sprachen und erzählten alles, was sie in ihrem Leben gemacht hat. Mir stand der Mund offen. Und als ich nach Hause ging, fühlte ich etwas um mich herum, auch auf der Straße. Als ich nach Hause ging, auf einmal, während ich schlief, so gegen Mitternacht, wachte ich auf mit einer Präsenz, welche meinen Körper drückte. Sie erdrückte mich. Sie verband mir den Mund und ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nicht sprechen, schreien und das während mindestens 15 Minuten. Ich dachte, ich sterbe. Es war schrecklich. Auf einmal habe ich mich des Wortes ersonnen, welche mir die evangelische Frau gesagt habe. Das Blut Jesus ist mächtig. Ich verscheuche dich im Namen Jesus Christus. Ich habe dies einige Male wiederholt und die Präsenz ist verschwunden. Ich konnte es nicht glauben. Das war mein erster Angriff, nachdem sie mir von Jesus gesprochen hatte. Ich war 16. Als ich 18 war, nach einer Operation, die ich durchmachen musste, hatte ich eine spirituelle Krise. Ich wollte fortlaufen. Ich fühlte mich nicht dieser Welt gerecht. Ich fühlte mich unverstanden, alleine. Und ich hatte eine Leidenschaft wie Christus. Ich wollte immer in der Natur sein. Ich wollte nach Indien auswandern, auf eine verlassene Insel. Die Leute sprachen von so bedeutungslosen Dingen, weltliche Dinge. Und ich las Bücher über Jesus. Ich war immer in der Bibliothek. Ich bekleidete mich auch viel einfacher und schminkte mich nicht mehr. Das alles war materialistisch. Ich hatte das Bedürfnis dafür nicht mehr. Ich war in der 5. Oberstufe. Ich war dran, die Maturität zu machen. Man erzählte mir von diesem Projekt, nach Frankreich zu gehen. Eine Art Zwillingsaustausch von der Schule aus. Mit einer Schule in Straßburg, wo ich auch noch heute bin. Ich spürte es etwas sehr Starkes in mir, was mir sagte, geh dorthin und kämpfe mit all deinen Kräften. Und so bin ich umgezogen. Und ich habe hier angefangen zu arbeiten. Aber kurz nachdem ich angekommen bin, fühlte ich mich schlecht, isoliert. Noch viel schlimmer, als ich in Italien war. Ich hatte keine Familie, keine Freunde. Alle schienen mir falsch zu sein, asozial und überhaupt nicht nett. Viele Male haben sie mich betrogen. Ich hatte auch schlechte Wahlen getroffen. Ich habe Jungs kennengelernt, welche nicht vom Herrn gekommen sind. Und von da an spürte ich auch die Präsenz nicht mehr vom Herrn. Ich sprach mit ihm, ich betete, aber bekam keine Antworten mehr. Es war sehr schrecklich. Ich fiel in eine Depression, denn es gab immer noch die Geliebte meines Vaters, welche weiterhin Rituale ausübte, um uns zu vernichten. Ich fühlte eine große Traurigkeit, Depression. Ich aß nicht mehr. Ich hatte noch ein Gewicht von 38 Kilo. Ich weinte viel und schlief den ganzen Tag, wenn ich nicht arbeitete. Ich fühlte mich immer unwohl. Innerlich ging es mir sehr schlecht. Und dieses schlechte Gefühl verging nie. Nach einem Jahr habe ich angefangen, eine Kirche zu suchen. Meine Mutter hat mir vorgeschlagen, mich mit einem evangelischen Pastor in Verbindung zu setzen. Er hat mir sehr geholfen und ich habe viele Dinge verstanden. Aufgrund, dass ich Zeugin Jehovas war, habe ich nie verstanden, dass Jesus der Sohn Gottes war und dass er noch vor der Kreation der Welt existierte. Dieser Pastor hat mir die Augen geöffnet. Er hat sich auch um meine Familie gekümmert.
Er kam nach Hause, betete. Dann hat er Region gewechselt und ist nicht mehr gekommen. Nachfolgend habe ich angefangen, das Wort zu studieren, nur noch christliche Dinge zu lesen, Anbetung und Predigten von Pastoren zu hören. Viele Male hörte ich zu und weinte, vor allem in den Teilen, wo sie geistliche Befreiung ausübten. Dann hat der Teufel wieder angefangen, mich anzugreifen. Er gab mir viele Krankheiten. Alles, was man sich vorstellen kann. Ich wollte eine Kirche hier in Frankreich suchen. Aber zufälligerweise musste ich immer am Sonntag arbeiten. Ich wollte in die Kirche gehen. Aber irgendwie gab es immer eine Blockade. Immer Verhindernisse. Ich hatte Herpes, welcher sehr, sehr ansteckend ist. Ich musste alleine zu Hause sein. Ich hatte 8-mal im Jahr Fieber und sehr viel Halsschmerzen, Zahnschmerzen, Bauchschmerzen, Gastritis und so weiter. Ich war mehr krank als gesund. Dann habe ich zufällig einen Jungen kennengelernt, denn ich wollte mich ins erste Jahr der Universität einschreiben. Aber da ich arbeiten und studieren wollte, wollte ich dies in Italien tun. Denn hier hielt es sich nicht mehr aus. Ich hatte keine Freunde zum Reden. Alle redeten schlecht von mir. Sie kritisierten mich. Die Italiener, welche hier waren, würde ich euch nicht unbedingt empfehlen. Und ich hatte nichts mit ihnen zu teilen. Unglücklicherweise. Aber trotzdem habe ich diesen Jungen kennengelernt. Welcher anfänglich perfekt schien, aber das war der größte Fehler meines Lebens. Denn ich sagte mir, nichts kann verhindern, dass ich nach Italien zurückkehre. Und was ist passiert? Er ist gekommen und ich bin geblieben. Ich brauchte eine Präsenz von Liebe. Und er hat gewusst, wie er seine Karten spielen muss. Dieser Junge war komisch und ich hatte immer einen guten Sinn, um etwas abzuschätzen, etwas zu spüren, was nicht stimmte. Er hörte komische Lieder, wie zum Beispiel Marin Melson. Er hatte eine Tätowierung, sehr groß, auf seinem Rücken, mit einem 3. Und ich habe ihn viele Male gefragt, was das bedeutete. Aber für lange Zeit hat er mir es verschwiegen. Nachdem ich wirklich viel, viel bohrte, hat er mir gesagt, du hast deine Dreifaltigkeit, ich habe meine. Und da erschrak ich. Er hatte einen Freund, welcher immer ganz schwarz angezogen war. Und er war von mir besessen. Er wollte alles über mich wissen und schickte mir zweideutige Nachrichten. Wenn diese beiden miteinander telefonierten, hatte ich geistliche Angriffe. Ich hörte Stimmen, welche mir sagten, komme hierher, gehe ins Badezimmer. Sie berührten mich, sie zogen mir an den Füßen und sie streichelten mich sehr schleimig und ich erschrak. Ich wohnte mit ihm zusammen und das 9 Monate lang in seinem Haus. Er hatte 2 Katzen. Tiere sind sehr sensibel und diese beiden Katzen waren immer sehr aufgeregt und miauten. Es ging mir schlecht. Ich war immer müde. Ich war traurig, depressiv und ich fühlte mich noch alleiner als vorher. Ich hatte immer Bauchschmerzen. Gesundheitlich war ich total neben den Schuhen. Und dann hatte ich auch Konsequenzen auf der Arbeit. Ich konnte mich nicht auf das Studium konzentrieren. Es ist ein Wunder, dass ich die Prüfungen bestanden habe. Ich kann nun wirklich dem Herrn danken. Mein Ex fragte mich, bist du Christin? Ich habe ihm nie etwas gesagt. Ich habe ihm ja gesagt. Und habe ihn gefragt, ob er das nicht gut fände. Da sagte mir, nein, nein. Er sagte mir aber, wehe dir, du bringst diese Idioten von Christen hierher, um zu beten. Er sagte das so, weil er mit seinem Freund Okkultismus tätigte. Und ich bin in ihre Falle gefallen. Ich war in ihm verliebt und ich dachte, dass Gott ihn ändern würde. Ich dachte, vielleicht benutzt Gott mich, um ihn zu ändern. Aber das war nicht so. Es war nicht der Willen Gottes. Bevor ich ihn kannte, hörte ich die Stimme Gottes. Einige Monate bevor ich ihn kennengelernte, auf der Straße, als ich nach Hause kam. Es war wie ein Wind, der sich mir näherte und es sagte, Francesca, ich liebe dich. Wüsstest du nur, wie sehr ich dich liebe. Komm zu mir, komm zu mir. Und ich schaute zum Himmel und ich fühlte, dass diese Stimme vom Himmel kam.
Es war wie ein süßes Flüstern. Und der Himmel wurde wunderschön, mit den Wolken, welche verschiedene Farben hatten. Und ich erschrak wieder. Während einer Woche sagte mir diese Stimme dasselbe. Ich war erschrocken und sagte mir, hier stimmt etwas nicht. Es ist Gott. Aber wenn Gott dies sagt, und dann am letzten Tag sagte er, Francesca, ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Und ich erschrak wieder und blockierte es, weil ich dachte, dass es etwas Schlimmes sei. Ich wollte es nicht hören, wenn es etwas Schlimmes war. Und ich habe mich total blockiert. Das war ein großer Fehler. Das sollte man dann nie tun, sich dem Herrn zu verneinen. Aber ich war noch jung und darum sollten wir Geduld haben. Der Herr hat mich träumen lassen, dass ich zu Freunden nach Hause gehe. Und auch er war da und hatte Geister auf seinem Kopf, welche ihn regierte. Als ich sie sah, wollte ich fortrennen und ich musste mich vom Balkon herunterstürzen. Und er schaute mir von diesem Haus mit seinen Dämonen zu. Das war ein Zeichen, aber ich war dickköpfig und ich wollte nicht hören. Ich wusste nicht, dass man in einer Beziehung auch im Willen Gottes sein muss. Wir hatten viele Diskussionen und die Tatsache, dass ich Christin war, störte ihn und dass ich betete. Er bekam Kopfschmerzen. Er schimpfte mit mir, schreite mich an. Er war aggressiv. Dann hat er mich verlassen und ich wurde krank. Zufällig wurde ich krank. Ich bekam chronische Sehnenentzündungen und die Sehne der rechten Schulter habe ich zerrissen. Somit, Francesca, er hat dich verlassen? Ja, er hat mich verlassen. Wann war das? Im Sommer 2012, vor 1,5 Jahren. Und in der Verzweiflung musste ich eine Wohnung suchen. Aber ich konnte nicht arbeiten, denn es ging mir so schlecht. Dann kam ich nach Hause und der Herr hat mir zu der Kirche geführt, welche ich gesucht habe. 5 Minuten zu Fuß von meiner Wohnung entfernt. Und es ist eine richtige Kirche mit einem Pastor, welcher Prophet ist, welcher mir entsprechenden Sprachen spricht, Heilungen durchführt. Sehr süß und geduldig. Dann geschah es, dass er mich am ersten Tag gesehen hat, aber nichts gesagt hat. Am zweiten Tag ist er zu mir gekommen und hat mich umarmt. Stark, mit Liebe, mit den Augen, welchen brillierten. Danke Gott, dass du eine neue Tochter in dieses Haus gebracht hast. Dann wollte er mit mir sprechen und ich hätte auch Lust gehabt, ihm alles zu erzählen. Aber ich konnte es nicht, denn ich habe zu mir gesagt, ich bin erst jetzt angekommen. Wenn ich ihm alles erzähle, dann erschreckt er. Dann, als ich eingeschlafen war, bin ich um 5 Uhr morgens erwacht mit schrecklichen Präsenzen im Haus. In diesen Tagen schlief ich mit angemachtem Licht, Anbetungsliedern im hohen Volumen und ich konnte nicht schlafen. Haben Sie nie für diese Probleme für dich gebetet? Ja, nachher. Und was ist passiert? Es ist passiert, dass 3 Geister gekommen sind. Ich habe sie gesehen. Sie haben mir auf die Brust gedrückt mit einer schrecklichen Macht. Ich war gelähmt. Sie verhinderten, dass ich mich bewegen konnte, auch schreien konnte nicht. Ich hatte keine Geister vorher gesehen. Sie waren grau, nicht groß und schwebten in der Luft. Schwarze Augen mit Zähnen, wie es Haie haben. Das Blut rinnt an ihnen runter und sie haben verrissene Kleider. In meinem Verstand schrie ich, Jesus! Aber sie versuchten, mich zu manipulieren, meinen Verstand zu manipulieren. Als ich erwachte, hatte ich einen schrecklichen Schmerz an der Brust. Wie lange ging dieser Angriff etwa? Ich würde sagen, eine Stunde. Zwischen 5 und 6 am Morgen. Ich habe gekämpft, aber sie siegten. Hast du sie im Verstand anschimpfen können? Ja, im Verstand, aber mit sehr großen Schwierigkeiten. Denn sie wussten, was ich tat. Sie konnten meine Gedanken lesen. Es war sehr schwer. Und diesen Sonntag ging ich in die Kirche. Und der Pastor hat mich gerufen. Ich habe mit ihm gesprochen und ihm gesagt, dass es mir schlecht ging. Ob er mich ins Spital bringen könnte. Ich hatte einen großen Schmerz an der Brust. Ich konnte nicht atmen. Er hat mich ins Spital gebracht und im Auto habe ich ihm alles erzählt. Und er hat verstanden. Gott, nach langer Zeit, hat ihm gesagt, er soll sich um mich kümmern.
weil ich alle diese Dinge habe erleiden müssen. Der Pastor hat ihn gefragt, warum Gott? Und er hat ihm gesagt, weil ich eine Mission für Francesca habe. Ich habe ihn gefragt, welche, aber der Pastor wollte es mir nicht sagen. Ich schlief sehr schlecht in dieser Periode und ich war 3 Monate lang krank. Die Dämonen haben mir das Herz entzünden lassen. Ich war immer von Geistern angegriffen. Sie verkratzten mir die Beine und ich hatte immer Albträume. Ich wurde verfolgt. Hast du diese Dinge dem Pastor nicht gesagt? Doch, und der Pastor hat für mich gebetet. Und am Schluss hat der Pastor verstanden, dass das die Geister der Geliebten meines Vaters waren. Und wie ist es zu Ende gegangen? Wie lange gingen diese Angriffe? Während einem Jahr circa, bis zu meiner Taufe, aber auch nach meiner Taufe, kommen diese Geister noch während der Nacht, um mich zu stören. Sie versuchen mich zu berühren und Albträume zu geben. Der Pastor hat mich an einem Tag befreit. Ich spürte Rauch, der mir aus dem Rücken ging. Und ich habe wie einen Schnitt gespürt von der Verfluchung der Geliebten meines Vaters. Aber nach kurzer Zeit war der Freund meines Ex, welcher von mir besessen war, unbedingt mit mir zusammen sein und hat viele schlimme Dinge getan. Wie Sternenreisen, und während der Nacht sagte mir, sag mir, dass ich dein Gott bin, denn er war vom Teufel besessen. Dann habe ich angefangen, den Teufel zu träumen. Und er sagte mir, dass ich mit ihm Bündnis treffen sollte. Ich habe verstanden, das genügt. Stören dich diese Dämonen alle Nächte? Ja, aber verjage sie. Ich habe die Macht, in fremden Sprachen zu sprechen. Und meistens gehen sie wieder. Aber ich schlafe trotzdem schlecht, aus Angst, dass sie kommen würden. Und weil ich sie immer fortjagen muss. Und ich mache Albträume. Und sie stört es sehr, dass der Herr mir prophetische Träume gibt. Sie drohen mir mit dem Tod. So weit, dass sie eines Nachts versucht haben, mich zu ersticken mit einem Kissen. Während einer anderen Nacht haben sie zweimal versucht, mich zu erwürgen. Sie haben es verhindert, dass ich mich bewegen konnte oder reden konnte. Und sie lassen mich verstehen, dass sie mit mir schlafen wollten. Es sind schreckliche Geister, völlig verformt, halb Tier, halb Mensch, aggressiv und sehr mächtig. Viele sind fortgegangen mit meiner Taufe. Bist du im Wasser getauft worden? Ja, eine Reuetaufe, wobei ich alle meine Sünden beichten musste. Wurdest du nie im Heiligen Geist getauft? Ja, im März. Ich habe geträumt, dass ich im Wasser sei und ich sprach in fremden Sprachen. Warst du dort alleine? Nein, es war mein Pastor und andere Mitglieder der Kirche. Eines Abends erbat ich es vom Herrn. Nachher war es Sonntag und da ein Sohn des Pastors Prophet ist, denn mein Pastor starb leider im November und sein Sohn übernahm seinen Posten. Und auch er ist Prophet und hat gesagt, ich werde eine von euch mit dem Heiligen Geist taufen. Du wirst mit deiner Feuersprache gesegnet sein, weil du es mich gebeten hast. Denn ich bin der Gott, der dich liebt. Und ich wusste, dass es so war, denn ich habe dafür die vorige Nacht gebetet. Wie es auch sei, hast du den Heiligen Geist erhalten? Ja, ich habe ihn erhalten. Sprichst du auch in Sprachen? Ja, diese fremden Sprachen sind nicht zwingend, aber sie helfen dir im Gebet. Ich denke, ich habe alles verstanden. Gibt es etwas anderes noch? Es gibt noch Schwestern von mir, welche auf mich eifersüchtig sind. Ihnen habe ich sehr vieles gesagt. Dinge, die ich auch dir gesagt habe. Und auch prophetische Träume, die ich geträumt habe, in denen ich Jesus sah. Und Jesus hat mir gezeigt, dass ich und meine Familie gerettet sein werden. Er hat mir gezeigt, wie er aus den Wolken kommen wird, mit dem Himmel, der sich öffnet. Und das war die schönste Erfahrung meines Lebens. Er war weiß gekleidet mit den Engeln. Und diese Schwestern waren eifersüchtig. Auch als ich herzkrank war, erschien mir Jesus im Traum. Er hat mir die Hände aufgelegt und mich geheilt. Und er hat mir gesagt, Francesca, ich bin da. Was musst du mich fragen? Ich habe keine 2 Sekunden überlegt und habe ihm gesagt, heile mich von dieser Krankheit. Und er hat mich geheilt. Dann kam aber auch eine schwarze Schlange und sagte, und ich werde alle die Flüche deiner Familie zertreten. Und er hat die schwarze Schlange zertreten,
welche dann verschwunden ist. Danach hatte ich auch andere prophetische Träume über das Ende der Welt. Der Engel kam und sprach zu mir. Und er sagte mir, ich hätte zu der Jugend gesprochen, um Reue zu finden. Das sind Schwestern, welche immer kritisieren und auch Okkultismus praktizieren. Sie sind dort in der Kirche, aber sie werden bald verschwinden, denn es gab eine Prophezeiung diesbezüglich. Sie schaden allen. Somit werden sie nicht lange in dieser Kirche verbleiben. Sie ziehen mich herunter. Sie tun mir weh. Sie schicken mir Angriffe. Sie sagten mir, dass ich den Heiligen Geist nicht erhalten sollte, denn dieser wäre ihnen zugesprochen. Und auch die Gabe der Sprache nicht. Sie sind einfach eifersüchtig. Sie sagen mir, dass ich eine Schmarotzerin bin. Und sie haben auch allerlei über mich erfunden. Ich habe das dann herausgefunden und da war ich sehr enttäuscht. Aber sagen wir, dass es im Großen und Ganzen alles ist. Sie sind eifersüchtig, weil sie nichts sind und nichts haben. Sie heucheln nur, sie spielen etwas vor. Sie glauben, den Heiligen Geist zu haben, prophetische Träume zu haben, dass sie Dinge leben, aber die bilden sie sich nur ein. Und was machen sie? Kritisieren die Personen, welche das wirklich erlebt haben. Seit 12 Jahren sind sie in dieser Kirche und haben noch nichts erlebt. Ich bin seit einem Jahr hineingekommen und habe schon alles erlebt. Aber sagt der Pastor nichts über diese Leute? Aber sicher, der Pastor hat versucht, sie bei Sinn zu bringen. Er war sehr geduldig. Sie haben auch ihm wehgetan. Und er hat ihnen verzeiht. Es ist richtig zu verzeihen, aber wenn das dann nicht geht, dann muss man diese Leute erziehen. Sonst zerstören sie dir die Kirche. Wie du es mir erzählst, scheinen mir diese Personen halbherzig zu sein, die das Schiff zu versinken versuchen. Und wenn die Kirche dann wirklich zerstört sein würde, würden sie sagen, der Pastor hat alles ruiniert. Der Pastor sollte somit dieses Schiff wirklich ziemlich schütteln. Er hat Geister, böse Geister, welche als Brüder verkleidet sind, welche eben das Schiff zum Sinken bringen. Das ist nicht der Moment, geduldig zu sein und lieb zu sein. Das ist der Moment, zu kontrollieren, einzugreifen, ob diese Dinge wirklich so stehen. Der Vater dieses Pastors ist im November gestorben, sagst du? Ja, in einer Mission. Aber er hat es uns schon gesagt. Wie viele seid ihr in der Kirche? 13 oder 15? Wenige? Okay. Ich bin auch da durchgegangen, vor allem mit diesen Geschwistern New Age. Denn diese New Age ist die Religion des Teufels. Die sind wie Chamäleonte. Sie werden Jehovist, evangelisch, katholisch. Sie werden das, was du willst. Aber dann ziehen sie das Wasser zu ihrer Mühle. Diese gab es immer und ich habe sie immer fortgejagt. Sie versinken dir das Schiff. Und die wirklichen Schafe, die kehren zurück. Wenn du fragst, Angela, kann sie dir sehr viele Links über dieses Thema schicken. Was zu tun ist, aber du bist ja nicht die Pastorin. Und du kannst nicht alles umstellen. Jetzt fragen wir Jesus, wie wir deine Situation ändern können. Jetzt hast du diese Geister, die wir Mann, spirituelle Ehemänner nennen. Sie möchten den Ehemann spielen. Sie glauben, du seist ihre Braut, ihre Sklavin, dass du ihnen gehörst. Du musst sie wie Gott behandeln und bla bla bla. Das sind perverse Dämonen. Wir lesen 1. Mose 6, 1 und 2. Die Menschen wurden immer zahlreicher und breiteten sich auf der Erde aus. Da bemerkten die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren. Sie wählten diejenigen aus, die ihnen am besten gefielen, und nahmen sie zur Frau. Verstehst du? Dann im Vers 3 sieht man, dass dies Gott nicht gefallen hat. Die Engel kamen hierher, um mit den Frauen zu schlafen. Sie kamen körperlich auf die Erde und schliefen mit den Frauen. Und was geschieht dann? 1. Mose 6, 3. Da sagte der Herr, die Menschen sollen nicht mehr so alt werden. Ich werde ihnen meinen Lebensatem nicht mehr für so lange Zeit geben. Denn sie sind schwach und anfällig für das Böse. Ich werde ihre Lebenszeit auf 120 Jahre begrenzen.
Was war geschehen? Eigentlich haben diese Engel ihren Wohnsitz verlassen und sind auf die Erde gekommen, um sich zu vergnügen. Wie ein Schönling von Hollywood seinen Wohnsitz verlassen würde, um in ein Heim von Behinderten Sex zu haben. Das sind zwei ganz verschiedene Niveaus. Und Gott hat dieser Scherz gar nicht gefallen. Das ist ein weiterer Tropfen, welcher die Sintflut hatte lassen kommen. Lesen wir in Judas Vers 6. Gott bestrafte auch die Engel, die ihren Auftrag missachtet und den Platz verlassen hatten, der ihnen von Gott zugewiesen war. Bis zum Tag des letzten Gerichts hält er sie mit unlösbaren Ketten in der Finsternis eingeschlossen. Somit, was hat Gott diesen Engeln angetan, welche nachher Dämonen geworden sind? Das sind die gleichen Engel, welche zu dir kommen. Aber Gott hat dir gezeigt, wie sie sind. Schreckliche Wesen, Monster mit Zähnen voller Blut, denn im Reich Satans beißen sie sich gegenseitig. Vergewaltigen sie sich gegenseitig. Sie schlagen und verfleischen sich und das immerzu. Aber Gott hat dir gezeigt, wer sie sind. Nicht wie die Schönen von Hollywood. Oh, ich träume von meinem zukünftigen Ehemann. Nein, er zeigt dir, wie sie wirklich sind. Und in Wirklichkeit will ich diesen Geschwistern sagen, das ist ein Ding, welche viele Schwestern belastet. Die Schwestern werden von diesen Engeln geplagt, Dämonen, welche mit ihnen schlafen wollen. Man hat mir gesagt, sie heißen Inkubus und Succubus. Ja, was kann man somit tun? Wenn sie kommen und sich als wunderschöne Männer vorstellen, mit der Bibel in der Hand, währenddem sie mit dir schlafen wollen, müsst ihr euch erinnern, dass dieses Dämonen sind. Darum müsst ihr sie im Namen Jesus Christus fortjagen. Wenn ihr diese Beziehungen annimmt, könntet ihr besessen werden, denn es kommen die wirklichen Dämonen aus ihnen heraus. Jetzt möchte ich für dich beten. Wir möchten dich jeden Tag begleiten, denn wie ich immer sage, es genügt manchmal nicht, im Heiligen Geist getauft zu sein. Wir müssen im Heiligen Geist weitergehen. Es ist nicht so, dass wir taufen, in Sprachen sprechen und dann schlafen gehen, in einer Kirche, wo man nur Bänke wärmt, sondern wir müssen im Geiste weiterschreiten. Lesen wir Philipper 1,29. Ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft sogar für ihn leiden. Kolosser 2,6. Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Es sagt aus, wie ihr Jesus erhalten habt, schreitet auch mit ihm. Darum genügt es nicht, dass man in eine Kirche geht und betet, in Sprachen vielleicht. Der Pastor muss dir folgen. In deinem Fall ist es nötig, dass man dich jeden Tag begleitet. Die Medizin ist, jeden Morgen, jeden Abend schreibe eine E-Mail an Angela und wir beten. Angela, komm bitte her. Du bekommst das E-Mail und wir beten. Im Geist gibt es keine Trennung. Du bist hier mit uns. Somit, wenn du am Morgen ihr E-Mail bekommst, rufst du uns alle bitte, welche um dich sind, um mich, um meine Frau, und wir beten für sie. Am Abend, wenn du zu Bett gehst, mit deinem Mail, in dem du mir schreibst, ich gehe nun zu Bett, bete Geschwister für mich. Somit, sobald du ein E-Mail bekommst, Angela, warte bitte nicht mal 10 Sekunden. Du rufst mich, wenn ich da bin, sonst rufst du jemand anders, meine Frau oder Dora, Adriano, Andrea, das heißt 2, 3, 4. Und wir beten für sie. Wir werden beten, um den Teufel zu fesseln, welcher diese geistliche Ehemänner schickt, welche sich als Liebhaber präsentieren, aber Dämonen sind. Sie so spielen zu lassen, da riskiert man, dass man besessen wird. Schwestern, scherz nicht mit diesen Dingen. Das ist der erste Schritt, der du tun musst, okay? Wir werden dich jeden Tag begleiten und du wirst sehen, dass diese Teufel nicht mehr zurückkommen werden. Nein, sie werden zurückkommen. Aber du schreib uns weiterhin und bete weiterhin mit uns und wir für dich. Weißt du, wie wenn der Arzt sagt, nimm diese Pille alle 3 Tage.
Herr Doktor, es tut mir immer noch weh. 6 Tage. Doktor, 10 Tage. Bis am Schluss. Verstanden? Natürlich ist das nur ein Vergleich. Die Dämonen sind Dickköpfe. Der Teufel versteht unsere Sprache nicht. Er versteht nur die Sprache des Stockes. Der Stock ist somit das Wort, Gottes Wort und das Blut Jesu Christus, die Macht des Heiligen Geistes. Er wird es ihm erklären, erklären und wieder erklären. Und bei jeder Erklärung gibt es Schläge auf den Kopf mit den Schriften. Am Schluss werden die Hörner zu brechen anfangen und er wird sagen, ah, aber hier gibt es harte Schläge. Es gibt knallharte Schläge, Geschwister. Und bei jedem Weitergehen musst du treu sein und Angela schreiben. Angela schrieb dann mir, nein, sie schreibt nicht, sie schreit. Und du wirst sehen, dass du ruhig schlafen kannst, okay? Ja, und wenn die Teufel kommen und zurückkommen, wird der Heilige Geist siegen. Und du wirst sehen, dass du schon heute Abend besser schläfst. Und morgen geht es noch besser und immer besser. Das heißt nicht, dass die Teufel nicht zurückkommen werden, aber du hast die Macht um dich. In diesem Moment, du hast alle Teufel der Hölle. Aber wenn sie näher kommen, bist du nicht mehr allein. Denn du bist zusammen mit deinen Geschwistern. Und einer verscheucht Tausende. Zwei verscheuchen 10.000. 5. Mose 32,30. Wie kann ein einziger Mann unsere Feinde 1.000 Israeliten verjagen? Wie können zwei von ihnen 10.000 Mann von uns vertreiben? Das ist nur möglich, weil der Herr uns, sein Volk, in ihre Hände gibt, weil er uns jetzt nicht mehr beschützt. Somit kann einer von uns 1.000 Dämonen verjagen, zwei verjagen 10.000, drei verjagen 100.000 und vier 1 Million. Das sind nicht die genauen Zahlen, aber die Macht wird erhöht. Zweiter Schritt. Geliebte Schwester, verlier keine Zeit mit den Geschwistern New Age, böse Zungen, und ich rate dir, gehe und bekehre, gehe auf die Straße, um andere Francescas zu suchen, Francescas, welche die ähnlichen Probleme haben, und du wirst bezeugen können, wie du diese Probleme gelöst hast, wie diese Dämonen dich angegriffen haben, und jetzt tun sie es nicht mehr, und du bist treu, gehe und bekehre, und du wirst sehen, dass du sehr bald eine kleine Francesca finden wirst. Und ihr werdet zusammen beten können. Und sie wird dann dir helfen, in den Straßen herumzuschlendern, um weiter zu bekehren. Dann wird dir Angela noch erklären, wie unser Radio ein Gratis-Supermarkt ist. Self-Service. Gratis-Futter. Du klickst hier und kannst alles herunterladen. CDs, DVDs, Flyer. Du kannst sie drucken, wieder drucken, kannst sie in deine Tasche tun und verteilen. Und mit den Schäflein, die du findest, kannst du dich jeden Tag treffen oder jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag, wie häufig es geht. Und ihr betet zusammen. Ihr trinkt einen Kaffee oder esst eine Lasagne, esst auch den Körper Christus. Esst das Wort. Wenn möglich, geht auch jeden Tag bekehren, wenn immer ihr könnt. Und du wirst sehen, dass ihr zuerst 2 seid, dann 3, dann 4. Gründe eine kleine Kirche bei dir zu Hause, eine kleine Gemeinschaft. Und dann kommen vielleicht auch Brüder dazu. Aber pass auf, du bist eine schöne Frau. Falle nicht von der Regen in die Traufe. Richtig? Dass nicht der Perfekte von Hollywood kommt, welcher noch schlimmer ist als der andere. Haben wir das verstanden? Ein bisschen Enthaltung wird dir gut tun, geliebte Schwester, okay? Ja, sicher. Du bist 23. Halte durch. Denn der Bräutigam Jesus ist ein bisschen eifersüchtig. Er möchte nicht, dass du in einen Zauberer hineinfällst, mit Tätowierungen auf dem Rücken, welcher Satan anbetet. Jesus hat für dich eine Person wie dich, welcher den Herrn Jesus Christus liebt. Wie meine Frau, hast du verstanden? Wir beten zusammen, wir lesen zusammen. Der Herr hat uns 6 Kinder geschenkt. Somit hat unsere Gemeinschaft sich um 7 erhöht. Hier haben wir auch Angela. Wir haben Stirnrunzeln,
Kleines und Größeres. In jedem Alter, aber sie sind sehr süß. Was denkst du über diesen Anfang des Programms? Ach, ich denke, das ist sehr gut, vor allem auch begleitet zu sein, denn ich habe immer Angst zu stören. Ich tue es nur, wenn ich wirklich verzweifelt bin. Ich rufe auch den Sohn dieses Pastors an und natürlich, er betet für mich, aber ich sage ihm meine Probleme nicht. Und wenn ich ihm diese nicht sage, kann er es ja nicht wissen. Und wenn er betet, fühle ich, dass sich etwas ändert. Aber diese Geister sind eben dickköpfig. Einer von ihnen hat mir letzthin gesagt, wenn ich es wage, vom Evangelium zu sprechen, es zu predigen, hätte er mir das Leben unmöglich gemacht. Er hätte mich ruiniert. Und er hat mir vor allem gesagt, wenn du predigst dieser Person, dann ist es für dich zu Ende. Weißt du, was du ihm sagen musst? Weißt du, was du tun musst? Lache ihm ins Gesicht und du sagst ihm, mein lieber Satan, im Gegenteil, hau ab, Herr Satan. Man muss respektvoll sein, freundlich. Fahren Sie bitte zur Hölle, denn ich habe Jesus und ich bin mächtiger als du, Herr Teufel. Rede nicht mit ihnen, diskutiere nicht mit ihnen. Man schwätzt nicht mit ihnen. Wenn der Teufel anfängt zu reden, sagst du ihm, halte den Mund, schweig, Satan, ich habe schon alles verstanden, Ruhe. Und dann zitierst du ihm die Schriften, wie zum Beispiel Lukas 10, 19. Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Ich habe die Macht über Schlangen, über Skorpione und ich habe all die Macht über den Teufel. Und im Namen der Macht, die ich gemäß Lukas 10, 19 erhalten habe, im Namen der Macht, welche ich habe, befehle ich dir, fortzugehen. Ich jage dich fort. Und dann sagst du, sei ruhig. Im Namen Jesus Christus, schließe deinen Mund. Hier befehle ich im Namen Jesus Christus. Es ist nicht der Zeitpunkt, dass man vor dem Teufel betet. Du betest nicht mehr, du befiehlst. Du bettelst nicht, Gott hilf mir, sondern Gott hat dir die Macht gegeben, zu befehlen. Matthäus 10, 1. Dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Macht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Lukas 10, 1 bis 2. Danach wählte Jesus 72 weitere Jünger aus und schickte sie immer zu zweit in die Städte und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt wenige Arbeiter. Darum bitte den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Schreibe, wir haben Macht. Hast du das geschrieben? Wir haben Macht. Es gibt den Moment, in dem man beten sollte. Wann betet man? Zum Beispiel, wenn es einen Kranken hat und du nicht persönlich vorbeikommen kannst. Dann betest du, dass er heilt, dass er aus Distanz geheilt wird. Wie auch ich das tue. Aber wenn du von einem Teufel stehst, dann redet man nicht. Man diskutiert nicht. Man hört nicht zu. Man betet nicht. Man betet im Herzen, im Geheimen. Aber der Teufel ist nicht einer, der sagt, oh Gott, verjage diesen Teufel. Aber Gott sagt zu dir, warum muss ich ihn verlagen? Tu es doch selbst. Ich habe dir die Macht dazu gegeben. Haben wir das verstanden? Im Militär bekommst du Gewehre. Sturmgewehre. Ich gehe zum Kapitän und frage ihn, Kapitän, wie kann ich mich von dem Feind verteidigen? Du Idiot, ich habe dir das Sturmgewehr gegeben, oder? Schieße! Dem Soldaten sagt man so. Dir, meine liebe Schwester, würde ich hingegen sagen, ich bitte dich, schicke den Teufel zur Hölle. Aber der Teufel in der Hölle braucht deine Macht. Siehst du, Angela, wie nett ich bin? Und höflich? Wow, ich erkenne dich nicht wieder. Hallo, Francesco. Haben wir's? Verstanden, verstanden. Wenn der Teufel näher kommt, ist die Strategie die folgende. Ich jage dich fort, Satan. Amen. Der Teufel sagt, aber, kein Aber. Ruhe. Ich verbiete dir zu sprechen. Aber, kein Aber. Ich jage dich fort. Ich fessle dich mit Ketten im no Namen Jesu Christi. Im Namen seines Blutes, im Namen seiner Liebe, seiner Schrift. Ich bin mächtiger als du, Teufel. Mächtiger als ihr alle 100.
1000, 10.000, 100.000. Ich, Bruder Giuseppe, ich, Francesca, ich habe Jesus im Herzen und Jesus hat dich schon besiegt. Der Teufel sagt, ja, aber ich bin stärker als du. Gehe weg von meinem Fleisch, denn Jesus ist stärker in meinem Herzen als du. Wenn du so weiterfährst, wird der Teufel dich verlassen, weil er sagt, diese Geschichte funktioniert nicht. Sie erschreckt nicht, sie zweifelt nicht. Hier ist nichts zu machen. Jungs, Dämonen, wir verlieren unsere Zeit. Und sie werden gehen. Dann werden sie wiederkommen, bevor man schlafen geht. Und dann wirst du so beten. Und an einem gewissen Punkt wirst du Frieden in deinem Herzen spüren, welche in dich einfährt. Und du wirst fühlen, ah, ich bin bereit, um schlafen zu gehen. Und du wirst schlafen gehen wie eine Tochter Gottes und bist ruhig. Zu den Füßen Jesu schläfst du. Du liest ein Buch über Jesus, die Bibel. Hast du etwas auf Audio, welches du anhören kannst? Ja, ja, zum Beispiel auf YouTube höre ich mir zum Beispiel Lukas, Matthäus, die Offenbarung an und dann schlafe ich ein. Und überdem versuche ich viel während der Nacht zu beten, denn das ist der schlimmste Moment, in dem sie mich angreifen. Nein, nein. Du musst nicht mehr an diese Dinge denken. Jetzt musst du nur Jesus danken, dass du frei bist. Jetzt werde ich für dich beten. Und Jesus wird dich befreien. Du wirst perfekt und vollständig befreit sein. Und dann musst du diese Schritte befolgen. Du gehst bekehren, höre immer christliche Musik. Ja, ja, jetzt schon höre ich keine weltliche Musik mehr. Das ist wirklich fertig. Und vermeide auch gewisse Bekanntschaften. Wenn jemand schwarz gekleidet umhergeht, vermeide ihn. Wenn der Teufel dir sagt, geh deinen Ex-Verlobten evangelisieren, sagst du nein. Das ist nicht deine Mission. Du gehst Schafe suchen. Die Ziegen und die Teufel, dorthin wird der Herr jemand anderen schicken. Satanische Dinge ist nicht dein Feld, nicht deine Mission. Lass es nicht zu, dass der Teufel dich schickt, seine Diener zu evangelisieren, damit sie schlussendlich dich evangelisieren. Folgst du mir? Ja, ja, klar. Hast du Fragen? Wenn du Fragen hast, schnell, schnell, denn ich muss schließen. Ja, das Einzige, was mich sehr erschreckt hat, ist, dass er mir gesagt hat, dass er mich zweimal in die Hölle bringt, in verschiedenen Momenten. Ich bringe dich zur Hölle und hat vor mir einen schwarzen Sog eröffnet. Sie haben mir die Seele aus dem Körper gezogen und haben versucht, mich in diese Schleuse zu bringen. Und nur mit all meiner Kräfte konnte ich entfliehen. Hör zu, Francesca, du hast dem Teufel erlaubt, sich dir viel zu sehr zu nähern. Du hast mit dem Teufel getanzt. Und nun musst du die Zeche bezahlen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6, 23. Der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Du hast dich mit dem Teufel vergnügt. Du hattest einen satanistischen Verlobten. Du, meine liebe Tochter, brauchst etwas Abstinenz von Beziehungen. Du musst ein bisschen eine Klausurschwester spielen, in Anführungs- und Schlusszeichen. Du brauchst dich auf deinen Bräutigam, deinem Verlobten Jesus Christus zu konzentrieren. Nein, aber er ist tot. Wir sind zwar vor 2,5 Jahren auseinandergegangen. Er wird niemals zurückkommen. Ja, aber seine Geister sind noch bei dir, mit dir, zusammen mit den Geistern der Geliebten deines Vaters. Verstanden? Darum höre mir jetzt zu. Befolge diese Schritte. Wenn du etwas vergisst, kontaktiere Angela und sie wird dir helfen. Und noch eins, Francesca. Wenn die Geister zu dir sprechen, darfst du kein einziges Wort glauben. Dein Ort ist nicht die Hölle, denn du hast Jesus Christus im Herzen. Und automatisch bist du gerettet in Christus. Durch Jesus ist deine Zukunft gesichert und das im Himmel. Also, wenn sie so zu dir sprechen, musst du nur lachen. Was für Lügen ihr mir erzählt. Ich kenne das Wort Gottes. Ich habe Jesus und er ist die Garantie für mein ewiges Leben.
Darum höre ihnen nicht zu und lass es nicht zu, dass sie dich erschrecken. Denn die einzige Macht, die sie über dich haben, ist die Angst. Du musst ihre Macht verstehen. Alles ihr Aufspielen ist falsch. Sie haben keine Macht. Johannes 10, 27 bis 28. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Das heißt, sie bringen dich nicht in die Hölle. Das sind Lügner. Sie können niemand in die Hölle bringen. Es sind einfach Lügner und fertig. Dein Fehler ist es der, dass du ihnen zuhörst. Der Fehler Evas war es, dass sie dem Teufel zugehört hat. Sie hätte sagen sollen, Teufel, geh und fahr zur Hölle. Lass mich in Ruhe, sonst nehme ich diesen Baum und schlage es dir auf den Schädel. Okay? Und du, denkst du nicht, wenn sie es tun hätten können, hätten sie dich schon getötet? Lobe den Herrn und jage sie fort. Und darum haben sie dich nicht getötet? Weil sie dich nicht töten können. Die Macht, diese hast du. Du hast die Macht Jesu. Die einzige Macht, welche sie haben, ist, dich zu belügen, in deinem Verstand zu sprechen. Und wenn du so ungeschickt bist, ihnen zuzuhören, dann wirst du am Ende noch ihnen glauben. Und ihr Macht wird diese sein, was du glaubst. So führen sie auch die Leute zum Selbstmord, in die Depression, in den Ehebruch, in die Scheidung, in Krankheiten. Sie sprechen weiterhin in deinem menschlichen Verstand. Darum müssen wir unseren menschlichen Verstand mit der Schrift Gottes füllen, mit Lobpreisung, mit Gedanken an den Herrn segnen, den Herrn lieben, anstatt Zeit zu verlieren, Fernsehen zu schauen, das Fernsehen des Teufels. Geht bekehren, studiert die Schrift. Verstanden, Schwesterlein? Ja, verstanden, verstanden. Somit, Francesco, es genügt nicht, nur zu beten und in Sprachen zu singen, wie du es gesagt hast. Gebrauche mächtige Schriften gegen den Teufel. Wir werden dir eine Liste senden, eine Liste von Schriften, welche du dir einprägen solltest und welche du gegen den Teufel gebrauchen kannst. Derjenige, der in dir ist, ist stärker als derjenige, der in der Welt ist. 1. Johannes 4, 4. Doch ihr, meine geliebten Kinder, gehört zu Gott. Ihr habt diese Lügenpropheten durchschaut und überwunden. Denn Gott, der in euch wirkt, ist stärker als der Teufel, von dem die Welt beherrscht wird. Somit ist Jesus in euch größer als irgendein Geist, der sich euch nähert. Diese Schriften, wenn ihr sie auswendig lernt, werden Teil eurer Persönlichkeit, deiner Gedanken, Teil deiner selbst. Die Teufel kommen dir nicht näher, weil du die Wahrheit kennst. Aber es gibt viele Schriften, welche sagen, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um zu zerstören, die Taten des Teufels zu zerstören. Und er lebt in meinem Herzen. Somit habe ich die Macht, zu zerstören. Hör zu, ich bin bereit zu beten. Beten wir? Ja, ja, ich bin bereit. Schließe die Augen und denke einfach an Jesus. Das zerstört den Teufel, wenn du an Jesus denkst. Und bete mit mir. Im Namen Jesus Christus. Ich verjage dich, Satan. Ich bin mächtiger als du, denn Jesus lebt in meinem Herzen. Bis jetzt hattest du etwas Macht, weil ich dir zugehört habe, weil ich deine Gedanken gedacht habe, weil ich an deinen Blödsinn geglaubt habe. Aber jetzt werde ich dir nicht mehr zuhören, denn ich möchte Jesus Christus zuhören. Ich möchte Gott lobpreisen. Und euch Teufel möchte ich nur widerstehen und euch im Namen von Jesus Christus fortjagen. Beim ersten Gedanken, der sich meinem Verstand nähert, welcher nicht von Jesus kommt. Ich verjage ihn, ich verlage ihn, im Namen Jesus Christus. Jesus, ich bitte dich, mich zu segnen, mich zu befreien von jedem satanischen Geist. Geschwister, welche ihr die gleichen Probleme habt, betet mit uns. Jesus, ich bitte dich, mein Haus zu segnen und keiner Person mit deinem satanischen Geist in mein Haus zu kommen. Herr, ich befehle, dass diese Dämonen gefesselt werden. Im Blut Jesu, in der Macht Jesu, in diesem Moment. Amen. Herr, ich bitte dich, dass ich den Heiligen Geist empfangen kann. Eine spezielle Gabe, um mir zu helfen, um jede Schwierigkeit zu besiegen,
im einzigen Namen Jesus Christus. Herr, ich bitte dich, mir den Geist des Glaubens zu geben und der Macht, um Dämonen zu besiegen, welche mich bekämpfen, welche mich angreifen. Lass mich klar sehen, klar verstehen, dass ich mächtiger bin, dank dem Heiligen Geist von Jesus, welchen ich bekommen habe. Und ich muss mich vor nichts fürchten, wenn sich diese Lügen mir nähern. Ich werde sie nicht in meinen Verstand hineinlassen, sondern ich verjage sie. Ich verjage sie jetzt im Namen Jesus Christus. Jesus, gib mir Salbung der Bekehrung, um Schafe zu suchen, um mein Leben, meinen Verstand, mein Herz, meinen Geist, meine Seele, mein Zeit dir zu widmen. Alles dir, Jesus. Ich widme dir alles, mein Herr. Ich halte nichts zurück. Ruhm, Ruhm, Herr. Halleluja, Halleluja. Ruhm, Ruhm, dem Herrn. Eine letzte Sache. Als der Teufel dir gesagt hat, ich bringe dich zur Hölle, wenn du, wie ich glaube, dein ganzes Herz Jesus gegeben hast und seinem Wort folgst, so gut wie du kannst, wenn du dem Wort Jesu gehorchst und auch die Führung des Heiligen Geistes hast, welche immer durch das Wort Gottes bestätigt wird, wenn du diese Dinge befolgst und mit ganzem Herzen in dich, in das hineinlegst, was du kannst, denn Gott verlangt nie mehr als das, was du kannst, wenn du dein Herz, dein ganzes Herz, und das sage ich allen Geschwistern, welche uns folgen, pass gut auf, bitte, wenn du dem Wort Gottes folgst, so gut wie du kannst, das heißt, du hast dein ganzes Herz Jesu gegeben, dann ist das nicht mehr das Buch des Lebens, wo du auch gelöscht werden kannst und in zur Hölle fahren kannst. Dieses Buch heißt das Buch des Lammes. Wenn du Jesus erhalten hast und dich mit ganzem Herzen ihm gegeben hast, wenn du dem Herrn folgst und ihm gehorchst, so gut wie du kannst, so gehörst du Jesus vollständig. Und so wirst du im Buch des Lammes sein. Verstehst du, liebe Schwester? Der Teufel kann dich nicht mehr nehmen. Geschwister, hört zu, denn ich rede zu euch allen. Das ist nicht mehr das Buch des Lebens, woraus man gelöscht werden kann. Im Moment, wo wir Jesus unser Herz gegeben haben und im Verstand kämpfen gegen den Teufel, siegen wir aus der Güte Gottes. Und du wirst an den nächsten Level kommen. Ah, endlich bin ich frei, ich fühle mich frei, es geht mir gut. Und das ist die Täuschung Nummer 2 des Teufels. Er sagt dir, jetzt bist du okay. Du kannst in eine Kirche gehen und eine Bank wärmen gehen. Und du musst gar nichts tun, wie alle anderen auch. Falle nicht in diese Grube. Nein, nie, nie. Wenn du in eine Kirche gehen willst, ist das okay. Denn wir sind eine Kirche von vielen Kirchen. Aber du musst gehen, um zu begehren, um zu predigen. Die andere warnen. Du musst zu diesen New Age Frauen gehen und Ex-Zeugen Jehovas und sagen, Geschwister, ich habe euch lieb, aber ihr seid außerhalb des guten Weges. Hier ist ein Zettel, schaut, hier sind Schriften, welche alles erklären, alle Fehler, die ihr begeht. Wenn diese Leute Twist streuen in den Kirchen und du in diese Kirchen gehst, geh nicht wie eine unbeholfene Christin, welche viele Sprachen spricht, passiv, wie diese Ex-New Age. Gehe dorthin und mach es so, wie ich es gemacht habe. Mach es, wie unsere Kirche es tut. Gehe hin und warne sie. Spriche das Wort aus. Gebe Prophezeiungen. Wenn wir das tun, ist es meistens das letzte Mal, dass wir in diese Kirche gehen. Denn heutzutage sind die Pastoren halb verschlafen. Ehrlich, sag es, das kann sein, aber sie sind halbschläfrig. Sie haben nicht den Mut, die faulen Leute aus der Kirche zu jagen, welche Zwist streuen. Also wenn du per Zufall in diese Kirche gehst,
Aber das sind Entscheidungen, die du treffen wirst, solltest du komme Prophetin gehen. Wie eine Botin, ein Jünger Jesu. Geh hin und gebe Ratschläge von Gott. Geh nicht nur dorthin und singe 4 Lieder wie Papageien. Geh dorthin und sage, in dieser Kirche müssen diejenigen, die lästern, rausgehen. Wenn die Dinge so sind, wie du sie erzählt hast, und ich glaube dir, okay, geh und warne dort, auch außerhalb der Kirche und innerhalb, wie es dir gefällt. Natürlich, wenn du mit solchen Nachrichten in eine Kirche gehst, wirst du nicht unbedingt geliebt. Sie jagen dich vielleicht fort, vor allem wenn der Pastor nicht aufwacht, wenn er sich nicht einen Ruck gibt. Ihr Lästerer, ihr Ex-New Age, wenn ihr euch nicht zusammenreißt, dann solltet ihr diese Kirche verlassen. Titus 3,10. Wer falsche Lehren verbreitet, den sollst du ein- oder zweimal zurechtweisen. Kommt er trotzdem nicht zur Einsicht, dann halte dich von ihm fern. Das heißt, jemanden warnen, 2-3 Mal, und wenn dann nichts geht, dann sollte man sich von ihm scheiden, ihn wegschicken. 2 Verwarnungen, okay? Es nützt nicht, wenn man dorthin geht, eine Kamomille trinkt, die Kamomille der Religion, und dann ziehen sie dich noch in die Grube. Verstanden? Ja, ja. Du kannst auch in eine Kirche gehen, dir eine suchen. Das liegt bei dir, das ist deine Entscheidung, das ist okay. Aber noch wichtiger ist es, mit einer Kirche bei dir zu Hause anzufangen. Fange mit deiner Gemeinschaft bei dir zu Hause an. Eine Gemeinschaft heißt 2 Personen. Eine Kirche besteht auch aus 2 Personen. Dann seid ihr im Geist Gottes. Aber ihr werdet vermutlich nicht 2 für lange Zeit sein. Dann seid ihr 3, 5, 8. Folgst du mir, Schwesterlein? Ja, ja. Hast du alles verstanden? Ich muss mich jetzt von dir verabschieden, aber ich lasse dich in guten Händen. Kontaktiere Angela, schreibe ihr und sie sagt mir alles. Okay? Alles, was du brauchst, brauchst du nur zu schreiben. Denn es steht in Römer 16,20, denn Gott, von dem aller Friede kommt, wird bei euch den Satan bald endgültig besiegen und euch über ihn triumphieren lassen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Der Teufel ist unter unseren Füßen. Haben wir das verstanden? Warum sagt er bald? Weil es noch Leute gibt, die nicht verstanden haben. Sobald wir verstanden haben, dass der Teufel unter unseren Füßen ist, dann ist er auch unter unseren Füßen. Schau, es sind 45 Jahre, in denen ich den Teufel unter meinen Füßen habe. Verstanden? Ich wäre nicht hier zu predigen mit deiner wunderschönen Familie, wunderschönen Kindern. Und du bist wunderschön. Meine Kirche ist wunderschön. Wenn der Teufel nicht unter meinen Füßen gewesen wäre, der Teufel hat mir nie gesagt, ich werde dich zur Hölle bringen. Auch weil ich ihm nicht zuhöre. Wer dasteht und ihm zuhört, das geht nicht. Das Erste, was du ihm sagen musst, ist, schweig, ich jage dich fort. Und wenn er dir sagt, ja, aber, nein, geh fort. Und zwar im Namen Jesus Christus, verschwinde. Und dann fängst du an, den Herrn zu lobpreisen, die Bibel zu lesen, zu bekehren und rühmst Gott. Hörst dem Wort Gottes zu. Das heißt, du haltest deinen Verstand beschäftigt mit Jesus. Wenn es einen nicht beschäftigten Verstand gibt, wird das Labor des Teufels. Halte dieses Fleisch entfernt vom menschlichen Verstand, indem du dich mit Jesus beschäftigst. Den Herrn Gott anbeten in unserem Herzen und mit unserer Seele und mit unserem Geist, welcher neu geboren wurde, und auch mit dem menschlichen Verstand. Wie ich gesagt habe, ist der fleischliche Verstand das Feld des Teufels und wir müssen es Jesus widmen. Hör zu, lass mich fortspringen. Ich grüße dich. Ich danke dir für die Zeit. Ich danke euch allen wirklich ganz, ganz fest. Ich danke Angela für ihre Ratschläge. Ich habe alles niedergeschrieben, auch alle Schriften. Und da es auch auf YouTube sein wird, werde ich es wieder hören können. Du wirst noch berühmt, liebe Schwester. Wir werden dir auch ganz viele Schriften senden, vor allem den Bibelkurs.
Ich fange an, diesen dir zu geben, wenn du ihn befolgst. Und das jeden Tag und alles befolgst, was dort geschrieben ist, dir die Schriften einprägst, welche wir vorschlagen, wirst du stark werden, weil du die Schrift kennen wirst. Und der Teufel hat Angst vor dem Wort Gottes, weil es das Wort Jesus ist. Weißt du, warum einige Leute den Geist der Angst haben? Weil die Teufel immer dort sind und Todesangst haben. Sie leben im Geist der Angst, verstanden? Der Teufel hört diese Dinge, welche wir sagen, und er ist terrorisiert. Die Terroristen, und nicht nur welche der ISIS, sind wir. Wir terrorisieren den Teufel, verstanden? Wenn du Lukas Kapitel 8 liest, Jesus geht ja da zu einem Besessenen von Dämonen, und die Dämonen haben zu Jesus gesagt, bist du gekommen, um uns zu quälen, bevor der Zeit? Das heißt, der Teufel und seine Folger sind terrorisiert. Verstanden? Erinnere dich an das, wir sind Terroristen. Und lies Lukas Kapitel 8. Lukas Kapitel 8, 27 bis 30. Als Jesus aus dem Boot stieg und an Land ging, kam ihm aus der Stadt ein Mann entgegen, der von Dämonen beherrscht wurde. Schon seit langer Zeit trug er keine Kleider mehr und blieb auch in keiner Wohnung, sondern hauste in Grabhöhlen. Kaum hatte er Jesus gesehen, schrie er auf und warf sich vor ihm nieder und rief laut, »Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes, des Höchsten? Ich flehe dich an, quäle mich nicht.« Jesus hatte nämlich dem bösen Geist befohlen, den Mann zu verlassen. Schon seit langer Zeit war der Mann in der Gewalt des Dämons. Obwohl man ihn immer wieder an Händen und Füßen fesselte und einsperrte, konnte er seine Ketten zerreißen und wurde von dem Dämon in einsame Gegenden getrieben. »Wie heißt du?« fragte Jesus. »Legion«, war die Antwort, denn es waren viele Dämonen in ihn gefahren. Die Dämonen fragen ihn, »Bist du gekommen, um uns zu quälen vor der Zeit?« »Der Wecker hat noch nicht geläutet. Quäle uns bitte später. Jesus ist nicht nur der Bräutigam der Kirche und der Retter. Nein, nein. Er ist nicht nur der Tröster, der Helfer, der Heiler. Nein, er ist auch der Quäler der Dämonen. Und wir sind Terroristen. Quäler. Hast du verstanden? Manchmal rufen sie mich, um jemanden oder Leute zu heilen. Und ich tritt in das Haus ein und sie waren schon geheilt. Die Dämonen sind geflohen aus dem Fenster. Sie wussten, dass ich dorthin ging, um sie zu fesseln. Wie Salamis. Verstanden, Schwesterlein? Verstanden, verstanden. Wie fühlst du dich eigentlich? Ja, eigentlich fühle ich mich viel versicherter. Denn während mehr oder weniger der Mitte des Gespräches kam mir ein Gedanke, aber dann habe ich ihn fortgejagt. Ja, und nun bleibe ich in Kontakt mit Bruder Giuseppe und schreibe alles Angela über eine Nachricht. Der Teufel wird sich rächen. Aber jetzt glaube ich das nicht mehr. Denn der Teufel, er versucht. Jeder negative Gedanke ist vom Teufel. Und du musst immer sagen, verschwinde, ich verjage dich. Ich widerstehe dir im Namen Jesu. Verhindere, dass alles Negative in deinen Kontrollturm hineinkommt, in dein Hirn, im Schloss, in der Burg deines Verstandes. Verstanden? Okay, ich verabschiede mich. Ich muss wirklich fortspringen. Gott möge dich segnen. Hey, wie lange reden wir schon? 1,5 Stunden? Ja, mehr oder weniger. 1 Stunde 20. Oh, du meine Güte, so lange. Ich bin eine Schweizerin. Tschüss, ich habe dich lieb. Gott möge dich segnen. Ruhm sei Gott. Lass mich deine Fortschritte wissen, okay? Wir haben keine Zeit, den Teufel zu verjagen. Nicht 1 oder 2 Tage. Klar? Alles muss sofort geschehen. Er wird zurückkommen, aber es gibt weitere Schläge. Tschüss. Gott segne dich. Und schreibe. Ciao, Francesca. Ich umarme dich ganz fest. Ciao, ciao. Es ist nicht wie der Arzt von vorhin, der dich fragt, was du hast und dann dir ein Bein abschneidet. Dann sagt er zu dir, aber nein, Doktor, es war nicht das Bein. Ah, verstanden, dann schneiden wir den Arm ab.
Aber Doktor, ich habe nur Kopfschmerzen. Oi, 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 ich möchte gut zuhören, okay? Aber in der Zwischenzeit denke ich, dass auch die Geschwister etwas gelernt haben, oder? Ich habe dazu gelernt. Somit werden auch die anderen Geschwister gelernt haben. Darum, wenn ich die Geschwister bekehre, sind 50% aus Zuhören gemacht, Minimum. Es ist nicht, weil wir die Bibel kennen, dass wir immer sprechen müssen. Ich weiß ja nicht, was diese gute Schwester braucht, wenn ich immer rede. Somit, mit Zuhören haben wir endlich begriffen, was das Zentrum des Ganzen ist. Somit konnten wir genau auf die Zielscheibe schießen. Der Teufel kommt schon. Ah, du sagst ihnen das und nachher mache ich dir dies. Ah nein, den Teufel musst du wie eine Wurst fesseln und schicke ihn auf den Misthaufen, von dem er gekommen ist. Im Namen Jesus Christus. Hier haben wir für nichts anderes Zeit, als Gott zu lobpreisen. Danke dir, Jesus. Es war schön, mit Francesca zu sprechen. Denn jedes Mal, wenn wir mit Geschwistern sprechen können, lernen auch wir etwas dazu. Der Herr stärkt uns. Ich möchte einige Nachrichten lesen, welche die Geschwister uns geschrieben haben. Zum Beispiel Filippo schreibt uns: Hallo, liebe Geschwister. Ich habe viel dazugelernt. Auch ich wurde viele Male vom Teufel angegriffen. Ich umarme euch, Filippo. Amen. Wir stören einige Dämonen im Namen Jesus Christus. Und dann auch Francesca von Italien. Für Francesca in Frankreich. Liebste Francesca von Frankreich, auch ich musste viele Angriffe erdulden. Endlich bin ich davongekommen und ich bin stark in Jesus Christus. Ich fühle mich jeden Tag stärker, je mehr ich das Wort studiere. Ich bin ganz nah bei dir und ich werde für dich beten, mit ganzem Herzen. Aber du studiere und meditiere weiterhin das Wort über Radio Blast und vertraue dich dem Heiligen Geist an. Je länger du darin wächst und auch im Wort wächst, wird der Dämon immer kleiner. Und so wie auch ich kommst du heraus, dank Jesus Christus. Der Heilige Geist hat mich ans Licht geführt und hat meinem Verstand die Antworten gegeben, nach denen er gesucht hat. Und sie sagt: Ich habe mein Notebook auf dem Tisch mit allen Pfeilen von Radio Blast. Ich stelle eine Liste auf von denen, welche ich vertiefen möchte. Alle Pfeil über die Errettung und über die Braut Christi. Es ist, wie ich der Stimme Gottes zuhören würde. So bereite ich mich auf die Nacht vor. Und den Tag durch ist es nicht viel anders. Alle Pfeil in meinem Mobile. Ich habe eine Karte über 32 Giga. Währenddem ich arbeite, währenddem ich bügle, koche, höre ich dem zu, meditiere und lerne. Ich gebe dem Teufel keinen Platz. Francesca, fange an, nicht mit dem Bösen zu sprechen. Keine Macht, er ist ein Lügner. Und gib ihm keinen Kredit, sonst wächst er. Ich bin bei dir, Francesca. Liebe Grüße von Francesca aus Italien. Vielen Dank, liebe Geschwister, für diese Ermutigungen, für diese schönen Worte. Beten wir weiterhin für Francesca und wir werden euch weiterhin informieren, wie es läuft. Die schreibt uns, wie sie es versprochen hat. Somit werden wir in Kontakt bleiben und auch werden euch auch informieren. Danke dir, Jesus.